Wunderschönen guten Morgen. So. Schnelle Übertragung. Die Gießkanne haben wir dabei. Sehr schön. Schauen wir mal. Warte mal, ich hole jetzt. Na, das war falsch hier. So, wir holen das jetzt alles runter. Zack, zack. Was ich mit dem hier mache, weiß ich noch nicht. So, dass wir da nicht immer so weit laufen müssen, falls was zum Ansetzen wäre. So. Wieso geht die nicht weg? Brauche ich da ernsthaft? Wo ist denn die? Hier ist sie. Blödsinn. So. Setzen wir die jetzt hier drüben hin. Weißt du was? Dadurch, dass ja hier und Dings auch noch ist. Haben wir alles drüben? Schaut gut aus. Fällt mir der Name nicht ein. Verdammt nochmal. Unser Gewächshaus. Werden wir das natürlich hier hinstellen. So, komm. Hallo. Werden wir hier jetzt unsere Samen. Dann muss ich hier noch irgendwo einen Ausgang machen. So, dann hier ist die Gießkanne. Zack, zack, zack. Die Blätter. Aber ich glaube, das hier ist ja nur... Es gibt, wir haben ja nur drei. Ich glaube, hier sind auch die Blätter. Das sind nur die Samen, die wir so immer bekommen haben. Die wilden Samen. Warte, hier ist noch was zu gießen. Darf ich nicht vergessen. So, okay. Aha, fertig. Fertig. So. Tabasco mach mal mit Chili. Mhm. Kann ich den Chili hier auch reingeben? Wahrscheinlich. Es stellt Pfefferoni-Saft her. So, sehr schön. Dann wieder rein mit dir. Wir haben eh schon den 14. Alter, die Zeit vergeht. Jetzt haben wir schon bald wieder den Frühling. Ein Honigdings ist mal fertig. Schneeglöckchen. Was haben wir noch rein? Orchidee. Brunnenkresse. Das ist ja... Also das ist eigentlich alles auffindbar. Mach mal. So, passt schon. Da haben wir genau drei Stück. Aha, der ist auch fertig. Das heißt, brauchen wir noch mal was mit drei. Haben wir irgendwas? Sonnenblumen haben wir drei. Und eins, zwei, drei. Sehr schön. Passt. Dann können wir gleich zu unseren Tieren gehen. Wie sieht's hier aus? Zack, 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 zack. Ah, warte mal, bevor wir das machen, hat der Schreiner, der hier heute geöffnet, geschlossen, öffnet um 8. Gehen wir uns vorher noch mehr Kühe holen, weil wir haben ja jetzt Platz. So. Die lassen sich noch nicht... Nee. So, dann haben wir jetzt noch ganz kurz Zeit. Kann ich dir was schenken? Woher wussten Sie, dass ich das mag? Danke. Bitteschön. So, rein in die Ranch. Geht schon.
guten Morgen allerseits. Sorry. So, Tiere. Ich brauche ein... Na toll, wie nennt man die jetzt wieder? Kalb. Das wird der Rudi. Ich weiß nicht, ob wir den schon haben. Keine Ahnung. Hier, ja. Das wird die Gerda. Das wird der Mani. Und das wird ein guter Name. Die Dori. Dora. Nennen wir es Dora. So. Warte mal. Was war... Hä? Okay, kann ich mir... Geht doch nicht mehr. Ich dachte, wenn es noch aufleuchtet, kann ich noch ein Tierchen zu Hause reingeben. Aber nö. Okay. So, dann gehen wir jetzt runter. Dann geht das alles gleich in einem. Zack, 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 zack. So. Da sind gleich zwei fertig. Sehr schön. Und zwar brauche ich das. Als erstes wieder rein zu unseren Hühnern. Guten Morgen. Sind noch immer nicht ausgewachsen. Schade eigentlich. So. Das wollte ich nicht. Ich wollte das nehmen, genau. Nehmen, nehmen. Und du gehörst auch gestreichelt. Sehr schön, dann dürft ihr gleich raus. Ich mache euch die Tür auf. So, wartet. Herausspaziert. So. Oh, wie süß die sind. Oje, 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 oje. So. Guten Morgen. Oh mein Gott, machen die noch ein süßes Geräusch. Oh. So, das muss ich gleich auffüllen. Das stört mich hier, dass da nichts ist. Ich will es aber nicht aus dem Silo rausnehmen. So, ich lasse euch gleich raus. Oh mein Gott, sind die süß. Deshalb, wir müssen ja eh sowieso hier hin. Das rein, das raus, das. Und dann befüllen wir hier gleich wieder. Wir haben hier 4 Eier. Achso, mehr Eier haben wir eh nicht. Okay. Dann haben wir hier 1. Und zack. Dann setzen wir hier gleich wieder was an. So. Dann füllen wir das hier auf. Wo ist es? Hier ist es. Sehr schön. Explizit. So, und dann kommt das wieder rein. Krass, dann haben wir einiges wieder zum Verkaufen. Und da ist noch immer nichts drin. Ich habe das jetzt schon so lange. So lange habe ich das schon. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. So, das kommt gleich mal wieder hier rein. Zack, zack, zack. Honig, Honig. Sehr schön. Hier das noch. Hier ist noch Joghurt. Okay. Haben wir? Haben wir. Passt. Köder haben wir noch. Dings habe ich auch dabei. Sehr schön. So, dann nehmen wir das auch noch mit.
Er hat heute auch wieder geöffnet. Aber ist alles noch beim Gleichen. Okay. Ihm kann man nichts geben, was ich voll schade finde. Müll nehmen wir mit. Natürlich. Schauen wir uns wieder einmal um. Du kannst mit mir mit. So. Sammeln wir da alles wieder. Da ist noch eine Raupe. Nehmen wir auch mit. Hier haben wir eh nichts zum Abgeben. Verdammt. Ah! Das nehmen wir mit. Dann werden wir hier nochmal unsere Angel auswerfen. Hier werden wir so drüber angeln. Dazu holen wir uns 5 Köder. So, und raus mit dir. So, erster Beiß gleich. Ein Tilapia. Oha, oh, jetzt hätte ich das fast übersehen. Nur weil ich gerade was getrunken habe. Ein blauer Rückenlachs. Das ist so ein bisschen ein Zungenbrecher. Ein blauer Rückenlachs. So, the next one. Jawohl. Trotz alledem verstehe ich den Köder noch nicht. Meiner Meinung nach ist der Köder für das da, dass die Fische also schneller rankommen und schneller an. Beißen. Stimmt das? Frage so. Auch wenn ich ihn schon voll lange benutze, aber am Anfang hat man ja wirklich lange warten müssen, bis mal ein Fisch angebissen hat. Und da geht es eigentlich ziemlich flott. So. Fische ruhig. Ruhig. Was bist du? Ein Lachs. Okay. So, ich glaube, einen haben wir noch. Den werfen wir noch aus. Dann dürften wir, glaube ich, alle Köder verbraucht haben. War mein Finger wieder zu schwer. Das passiert mir irgendwie öfter. Ach, schön. So. Zack. Ein Tilapia. Lachs ist gespendet. Der ist auch gespendet. Ist er jetzt abgegeben oder nicht? Tilapia, ein grüner. Warte mal. Gefangen. Hier ist angeboten auch schon. Ich schaue aber sicherheitshalber, ob das stimmt. Weil warum er mir das draußen direkt im Inventar nicht anzeigt, aber da drinnen schon, verstehe ich nach wie vor noch nicht. Aber okay. Ja, okay, er ist. Das heißt, in der Kategorie drinnen, bei den gefangenen Sachen, auf das kann ich mich verlassen. Okay. So, da ist noch ein Insektikus. So, wo ich unbedingt hin muss. Hoppala. Krieg ich dich noch? Ha, ich krieg dich noch. Zum Schmied. Weil der hat geschlossen. Sonntag geschlossen. Gut, wir gehen nicht zum Schmied.
So, das ernten wir. Nehmen wir mit. Leute sind auch nicht... Ah, hier ist mal wieder einer unterwegs. Hallo. Ach so. Ja, dann darf man normal quatschen. Nee, ich will nicht... Nein. Reden. Ich will dir etwas sagen. Die Einsamkeit setzt einem noch stärker zu, wenn man an einem verschneiten Tag alleine zu Hause ist. Ja, das... Ja. Ist nicht schön. So. Ich glaube, ihr haben auch schon geschenkt. Ja. Das heißt, dann quatschen wir so mit ihr. Hey, sieh dir mal meine neuen Turnschuhe an. Sie geben mir zusätzliche Federung bei meinen Zehen. Perfekt zum Volleyballspielen. Sehr schön. So, dann schauen wir mal da rein. Vielleicht ist da heute ein bisschen was los. Naja, okay. Willst du? Geschenk? Es gibt nichts Besonderes als frisches, besseres als frisches Obst, nicht wahr? Danke, dass du mich gedacht hast. Bitteschön. Und was hast du so zu sprechen? Gehst du Bries Neujahrsfest mal? Das wird bestimmt toll. Keine Ahnung. Vielen Dank für das Geschenk. Der Frank. Ich koche und bewirte Gäste sehr gerne. Mir kommt es so vor, als wäre Bree meine größte Konkurrentin hier auf der Insel. Sie gibt tolle Dinnerpartys. Wer ist Bree? Blöd frag. So, dann schauen wir noch runter auf den Strand eventuell. Vielleicht finden wir da ja irgendjemanden. Ha? Da ist wieder wer unterwegs. Hallo. Ich danke Ihnen vielmals. Und was, willst du mir irgendwas sagen? Um diese Zeit ist es entweder flockig oder rutschig. Du musst auf den Rückweg wirklich vorsichtig sein, Ori. Dankeschön für den Tipp. So, nach wie vor ist hier alles ruhig. So, ist hier irgendwas oder irgendjemand? Alter, wie verschmutzt das schon wieder ist hier. Ich weiß ja nicht. So, ist der jetzt schon wieder mal... Nee, der ist noch immer... Ah. Wie oft kriegt man da was? Weiß das irgendjemand? Das habe ich bis jetzt einmal eingesammelt und seither nichts mehr bekommen. Das ist halt dann schon frech. Ich lieb's. Ich lieb das Wort einfach so sehr. Hoppala, das wollte ich nicht. Jetzt ist er weg. Verdammt. Was? Inventar voll. Okay. Aber gut, wir sind eh schon zu Hause. Hier können wir dann auf jeden Fall nochmal zurück runtergehen. So. Das heißt, wir könnten ein bisschen kochen gehen. So, Rezepte. Und zwar hier. Und zwar das. So, Adali. Hier ist noch ein Grashüpfer. Neue Sachen bzw. neue Tiere haben wir eh keine gehabt. Das heißt, ich kann eigentlich alle verarbeiten. Da die zwei Talib. Wie heißen die jetzt? Warte. Tilapia. So. Okay.
Dann haben wir hier so eine Raupe. Eine haarige Raupe, sehr haarige Raupe. Dann noch eine. Sehr schön, da haben wir wieder zwei Grashüpferle. So, der Lachs gehört auch dazu. Bisschen was haben wir noch? Vieles nimmer. Ich möchte dann eventuell gerne ins Möbelgeschäft schauen. Ich hoffe, der hat heute geöffnet. Dann muss ich schauen. Jo. Ich würde nämlich für draußen, für den Hof, das wollte ich nicht, gerne, gekaufte Sachen hin tun. Alter, 990. Und ich weiß keine Ahnung, was das sein soll. So. Jetzt. Warte mal, ich schau mal, ob der geöffnet hat. Möbelladen. Bis 17 Uhr. Na dann aber wohl hurtig. Falsch. Hier rum. So. Raupe, nehmen wir wieder mit. Du wirst verkocht. So, da oben ist wieder eine. Ein Grashüpfer, du kommst mir immer mit. Kleidung. Der müsste hier oben sein, genau. Schauen wir mal, was es alles gibt. So, Automöbel kaufen. Und zwar möchte ich gerne den Katalog. Wow, das sieht aber auch cool aus. Holzame Blumenbogen. Warte mal, was ist das? Das sind Stühle für draußen. Dekoration. Oha, schau, wie schön. Beleuchtung. Okay, warte mal. Gruselig. Barock ist auch schön. Königlicher Bogen. Das hat irgendwie sowas Asiatisches. Javanesischer Blumenfels. Javanesisch. Ah, das Tor gefällt mir nicht. Tor. Barockzaun. Barock. Gibt es sowas königlicher Bogen? Das ist ein Tor. Gibt es da keinen Zaun für? Strauchbogen ist halt auch. Ein javanesischer Zaun. Aber jetzt habe ich ihn bestellt. Oder was? Was ist das? Achso, reduzieren. Okay, was ist das? Steinheckenzaun. Stiele. Sowas haben wir schon zu Hause.
Boah, schaut auch gut aus. Steinbank. Da ist sowas drinnen. Frage ist, wollen wir dann bei einem Stil bleiben? Alter, wie schön! Babylon. Aber ich würde tatsächlich... Warte mal, was haben wir noch? Boah, das sieht aber auch schön aus. Sollen wir das dann mischen, hä? Ist einfach nur ein Blumentopf. Bodenplatten. Strand. Jugend ist was, das, was mir nicht wirklich so gefällt. Der Baum sieht vielleicht cool aus, aber das... Ja, keine Ahnung. Der Liebesbusch ist auch schön. Mhm. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich kaufe davon jetzt mal 10 Stück. Wir schauen es uns mal an. Ich nehme dann... das noch mit dazu. Das ist einmal eines, das, was ich gerne probieren möchte. Vielleicht so dann für zwischendrin und Blumentopf. Den hier würde ich auch gerne noch probieren. So, und da bräuchte ich den Bogen. Barock. Strauchbogen oder der Stein? Ich glaube, der Steinbogen würde hier besser zupassen, gell? Nehmen wir hier auch einen mit. Halloween, da habe ich einen mal gekauft. Und hiervon nehme ich auch mal 10 mit, einfach nur mal zum Schauen. So. Shopping-Tour abgeschlossen. Gehen wir mal schauen. Ich weiß nicht. Es sieht zwar cool aus, was wir bis jetzt haben, aber es... Es hat mich noch nicht wirklich. Weißt du, was ich meine? Wir haben es zwar selbst hergestellt und bipapo und das alles, aber... Ja, keine Ahnung. So, hier ist eh gar nichts. Schauen wir noch eventuell um einen Insektikus. Da haben wir schon eines. Zack, du gehst schon mit mir. Okay. So, dann entfernen wir das hier mal. Das sieht so wuchtig aus, weißt du? Das hat nicht wirklich Harmonie. Ich hätte halt eventuell oben was machen. Ich bin ja... Ja, sag nix. Ich probiere es dann doch hier. So, beziehungsweise kann ich... Ich könnte sogar hier... mein Haus irgendwie einrahmen. So, du kommst jetzt mal weg, du bist fertig. So, du kriegst jetzt auch noch einen separaten Platz. Ich stelle euch jetzt mal hier hin. Ihr seid mir da oben einfach im Weg. Aber das würde halt zu dem Haus noch nicht dazu passen, weißt du? Da würde eher, wenn ich sage, okay, ich mache hier
Aber das geht hier gar nicht. Okay, nee, dann mache ich es lieber nicht. Okay, wie sieht denn der Steinbogen aus? Muss ich ernsthaft den jetzt wegnehmen? Hatte gehört, aber gedreht. Wahrscheinlich, oder? Kann ich den überhaupt drehen? Achso, weil das, glaube ich, weiß sein soll. Und dazu gehört... Okay, nee, so gefällt er mir irgendwie weniger. Weißt du, wenn wirklich jeder Stück so ein Ding gewesen wäre, wäre er ja ultra schön gewesen. Aber so... Oha, ist der jetzt groß. Weißt du, wenn er so gewesen wäre, wäre er schon cool gewesen. Oder jeder zweite, sage ich jetzt mal. So, dann haben wir den auch mal weg. Dann haben wir hier das Tor und da gehört dazu das. Ah, hier ist genau dasselbe. Aber das gefällt mir schon eher, weil das sieht so aus, als ob das Busch wäre, weißt du? Das sieht schon nicht schlecht aus. Jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt hier platziere, da ist auch ein Abstand. Das heißt, ich müsste alles in einem Stil machen, weißt du? Und dann müsste ich halt den richtigen Stil finden. Wie sieht dann das hier aus? Boah, sieht aber schon krass gut aus, ne? Hoppala. Ja, da muss ich schauen, wo ich das genau dann hin tue. Aber der sieht schon gut aus. Der sieht schon hammermäßig gut aus. Der gefällt mir. Kann ich hier eventuell was platzieren? Das heißt, hier geht es witzigerweise nicht. Hier geht es auch nicht. Könnte ich hier trotz all dem ein Tor platzieren? Nee. Mm-mm. Mit dem Weg möchte ich mir auch noch irgendwas anderes. Es sieht zwar nicht schlecht aus, aber gefallen tut es mir halt auch noch nicht wirklich. Aber das, mit dem könnte ich fast leben. Ich kann halt nicht weiter ranzoomen. Ist das jetzt wie Efeu, was drüber gewachsen ist, über den Zaun? Oder ist das Hecke? Ich hätte gern... Einen richtigen Heckenzaun, weißt du? Genau sowas hätte ich gern, aber habe ich noch nicht gefunden. Es wird wahrscheinlich ja immer wieder neue Sachen dazu... Also es werden immer neue Sachen dazukommen, bestimmt. So, verkaufe ich aber, dass ich mal weiß, was... Obwohl es eigentlich voll sinnlos ist, gerade bei den Sachen... Da wissen wir alles sonst. Okay. Gut, dann haben wir das auch mal angeschaut. Es sieht nicht schlecht aus, meiner Meinung nach. Und da jetzt komplett Ja, aber gefällt mir gut. Gefällt mir gut. So, jetzt haben wir das heute mal probiert.
So, und zwar hier möchte ich jetzt noch schnell die Sachen verarbeiten. Zack, mal eines. Da ist das zweite. Dann haben wir hier noch zwei Grashüpferle. Hier kommt auch noch auf den Grill. Zack, und der letzte. Und dann fangen wir heute gar nichts mehr eigentlich an. Ja, dann würde ich sagen, ich hau das jetzt noch schnell da rein. Zack. Es war ja nur das. Gut. Dann gehen wir ab ins Bett und morgen geht es dann in aller Frische weiter. Sag Dankeschön und gute Nacht.